Und damit herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager. Wir haben ja nochmal einen kleinen Cut eingelegt, aber jetzt geht es direkt weiter. Pedersen wechselt von Bremen zu Wolfsburg. Kann man mal so machen. Hätte mir persönlich zu wenig Talent, aber gut. Brasilien, Argentinien, Klassiker. Endgültiges Ergebnis des Lizenzierungsverfahrens. Müsste man auch eigentlich gekriegt haben. Wir haben noch die Kohlen. Also jetzt nicht hier vom, ne? Wie heißt das? Vom Investor, der hat uns nämlich noch keine Kohle rübergedrückt, sondern alles selbst erwirtschaftet durch Verkäufe von Goretzka, Hazard, ein Stürmer haben wir noch irgendwie verkauft, war in der Saison in die zweite, ja, Jena ist aufgestiegen. Das ist 1860. Ich kann mich nur blamieren, welcher dieser Teams war in der Saison in die Bundesliga aufgestiegen. Wer ist denn zusammen mit uns aufgestiegen? Bremen, ne? Wie heißt der beste Spieler ihrer Liga? Also ich bin gerade echt stolz, dass ich das mit Bremen gewusst habe. Müller ist besser als Götze, oder? Müller hatte eine 87, Götze hatte eine 86. Was hat denn Neuer? Und was hatte Alaba? Sag mal Neuer. Ah, Mist. Ja, woher soll ich denn das wissen? Ich gucke doch nicht ständig auf die anderen Vereine, was da gerade die Stärken so sind. Das ändert sich auch jeden Tag. Naja, immerhin haben wir uns nicht ganz so blamiert. Das geht. Disziplinen haben sich verschlechtert. Ja, gut. Ja, ne, ist nächstes Jahr halt wieder. Geld, Gehaltsbudget überschritten. Ja, gut. Ohne Auflagen erhalten, ja, das war ja wohl klar. Dann gehen wir gerade mal hier Gehälter. Da mal so ein bisschen hier, zack. Gehälter sind voll im, ich bin da voll im Budget. Was habt ihr denn? Ihr Flitzpiepen. Und weiter. Ist nicht mehr lang, dann haben wir den Saisonwechsel endlich. Ich hoffe, der Fußballmanager schmiert dann nicht ab. Ich sollte nochmal speichern. Das werde ich jetzt auch tun. Sicher ist sicher, Freunde. Wäre ja schade, wenn wir diese Arbeit hier über Bord werfen. Wir werden gleich sehen. Ich bin bald drauf und dran, hier an diesem Let's Play 3 echte Tage verbracht zu haben. Und das ist nur aufnehmen und spielen. Und rendern steht hier noch gar nicht. 2 Tage, 9 Stunden, 29 Minuten Spielzeit. Und wenn man dann jetzt Rendern noch dazu zählt und hochladen und alles Mögliche, dann ist das ganz schön viel Arbeit. Aber es macht Spaß, deswegen spiele ich es noch. Auch wenn ich phasenweise den Spaß nicht hatte zum Saisonende, weil es da nicht lief, aber jetzt mit Systemumstellung, Fraps Neustart, Origin Neustart und Fußballmanager Neustart läuft's endlich. Keine Ahnung, was da los war. So, wir dürfen noch was ausbauen. Dann würde ich sagen, probieren wir direkt nochmal die Trainingszentren auszubauen oder die Trainingsplätze, damit unsere Jungs besser trainieren können. Noch haben wir ein bisschen Kleingeld auf der Kante. Dann sollten wir es diese Saison noch ausgeben. Denn wer weiß, wie hoch unser Baubudget in der nächsten Saison ist. Köln ist mit in der Verlosung. Dann drücken wir mal dem ersten FC Köln die Daumen, dass noch ein deutscher Verein mit in den Pokal kommt, aber sieht leider nicht so aus. Nein. Schade, dafür aber ihren Verein aus Irland. Meine ich jedenfalls, dass die aus Irland sind, diese Duck United da, die auf Platz 3 mitgekommen sind. Und jetzt haben wir den 30. und gleich kommt der Saisonwechsel. Oh yeah. Und Klose dürfte jetzt schon fast nicht mehr da sein. Kann das sein am 30. oder ist er am 30. noch da und am 1. dann nicht? Jetzt kommen auf jeden Fall die verliehenen Spieler wieder zurück. Deswegen dauert das gerade auch so ein bisschen. Es sei denn, der Fußballmanager ist. Nee, der ist nicht abgestürzt. Und direkt Saisonwechsel. Wir sehen das nicht mehr. Platzierung. Erster Platz. Zweite Mannschaft hat sich auch platziert. Ich hoffe, weil ich ja jetzt keine Spieler mehr in der zweiten Mannschaft hat, dass das nicht durchgeht. Unteres Mittelfeld war unsere Vorgabe und wir sind Erster geworden. Ligapokal nicht vorhanden. DFB-Pokal in der zweiten Runde. Peinlich ausgeschieden. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Bester Feldspieler Ramirez stimmt natürlich nicht. Bester Torschütze Guidetti. Meiste Vorlagen Klose. Okay. Finanzergebnis plus 65,64 Millionen zum Saisonende.
Durchschnittliche Zuschauerzahl 35.000 aufgerundet. Das sind 77% Stadionauslastung. Damit kann man leben. Anzahl Neuzugänge 33, weil wir auch für die zweite Mannschaft viele Spieler einkaufen mussten. Feststehende Zugänge zur neuen Saison 9. Da weiß ich gar nicht mehr, wer dazukommt. Anzahl Abgänge 81. Feststehende Abgänge zur neuen Saison 1. Und zwar Miroslav Klose, Karriereende. Budgets haben wir eingehalten. Alles okay, sie haben Saison erreicht und erhalten einen Bonus von 1109 Punkten. Spieler, der fairste Toni Watt, der unfairste Gentner, der jüngste Brömer, da wollen wir irgendwann hin, dass wir die jüngsten stellen, der älteste Miroslav Klose, da wollen wir weg. Der effektivste, da wollen wir auch hin, Lasogga, ineffektivste Blapper, Riesentalent, leider vergeudet. Der Beste, Dani Alves, der Joker, Miroslav Klose. Saisonanalyse, hoffentlich stürzt er nicht ab und ist sehr laut. Team verbessert, Reserve verbessert, Jugendabteilung sehr verbessert, bessere Mitarbeiter, taktisch extrem verbessert, Budgets alle eingehalten, sehr gutes Finanzergebnis, Bitch please, von wegen Kommerz, ihr Ficker, ich kann es nur oft genug sagen, wir haben uns das erarbeitet. Top-Spieler haben lange Verträge, negative Aspekte, Zugänge. Ja komm, wir haben Trapp und so stärker gemacht, also den Punkt könnt ihr uns jetzt nicht so anhaften. Und ich würde sagen, ich drücke jetzt einfach mal hier auf Stopp und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Dann in der neuen Saison. Ich drücke nur Stopp, damit der schneller berechnet, denn wenn Fraps noch nebenbei am Laufen ist, dauert das ein bisschen länger und ich habe immer Angst, dass er dadurch schneller abstürzt. Ich hoffe, ihr versteht das. Wie gesagt, kürzerer Part, könnte sein, dass der nur 5 Minuten ging. Ich habe echt kein Zeitgefühl bei sowas ohne Stoppuhr. Könnte aber, glaube ich, so ganz gut mit hinnehmen. Ist halt, gibt Dramatischeres. Und jetzt sehe ich hier auch schon die neue Saison. Wunderbar. Also, danke fürs Zuschauen. Ein Part machen wir noch und dann ist Aufnahmeende. Dann habe ich auch viel zu viel gemacht wieder. Ich denke, wir sind mittlerweile fast schon im nächsten Monat wieder im November. Aber scherzeshalber gesagt, aber es ist doch gut Parts gewesen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.